Ah. Die großen kosten mal 100 Euro, ne? Ladies and Gentlemen, ihr seht es richtig. Wir sind heute live. Und wenn ihr euch seht, genau, winkt mal in die Kamera. Sagt Hallo. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Meine Damen und Herren, unsere heutige Veranstaltung, die steht natürlich nicht nur im Zeichen großartiger Filme und großartiger Stars, nein, sie steht auch im Zeichen der Liebe. Und wir wollen direkt mal gucken, wie viel Liebe im Publikum steckt. Andy sucht mal Paare. Und wenn ihr euch seht, wisst ihr bestimmt, was ihr zu tun habt. Ja, perfekt. So, passt auf, ihr zwei. Wenn ich Action sage, Moment, warte. Wenn ich Action sage, dann küsst ihr euch. Und wenn ihr das macht, dann macht das Publikum ganz nett. Oh, kann ich das einmal hören? Genau. So, euer Moment und Action. Oh, herrlich. So, Andy, wo haben wir die nächsten? Ihr könnt euch nicht verstecken, wir finden euch. Ja, perfekt, Action! Küssen! Ja. Ah. So schön. So, ein paar nehmen wir noch. Ja, wir sind nicht. Action! Okay, das geht auch. Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen in Hollywood, hier im Zentrum von Los Angeles, bei uns im Studio 6. Herzlich willkommen zur Verleihung der Golden Awards! Andy, du hast doch gerade gesagt, die rasten alle komplett aus, wenn ich die begrüße. Das war irgendwie nur eine 3 Minus, oder? Meine Damen und Herren, liebe Kinder, ich brauche keine 3 Minus, was die Lautstärke angeht. Nein, ich brauche eine 1 Plus. Wir machen das nochmal. Herzlich willkommen zur Verleihung der Golden Awards! Yes! Mein Name ist Chris Shark, ich bin euer Moderator des heutigen Tages. All unsere Stars sind bereits im Theater angekommen. Alle bis auf 2. Angelina Croft und James McDean befinden sich gerade noch auf dem Weg hierher. Das heißt, wir können noch nicht starten. Wir müssen noch etwas warten. Und um etwas die Zeit zu überbrücken, würde ich sagen, schalte ich da oben kurz in die Werbung. Hinter mir seht ihr das berühmte Los Angeles Diner, wo sich unsere Stars nach der Veranstaltung einfinden, um ihre Aftershow-Party zu feiern. Momentan hat das Diner leider noch geschlossen, was bedeutet, ihr könnt da alle nicht hinein. Das tut mir leid. Für euch steht aber vor im Eingangsbereich ein Food Catering Truck. Da bekommt ihr alles, was ihr euch wünscht. Wir haben Popcorn, kalte Getränke, Eis, Brezel und Andy. Hier vorne in der Mitte, da sitzt jemand, die hat Popcorn. Wir gehen da mal hin. Der Onkel kommt mal zu dir. So. Du warst. Darf ich einmal durch? So. Hallo, junger Mann. Darf ich einmal inzwischen? Sag mal, schmeckt das Popcorn? Ist das lecker? Ja? Gut. Ich brauche das einmal für die Kamera. Ist das dein Papa? Okay, der Papa macht jetzt mal was ganz Lustiges. Pass auf. Moment. Du brauchst gleich beide Hände, aber hier passiert gerade was. Ein Taxi aus New York bis nach Los Angeles. Meine Damen und Herren, ich glaube, unser erster VIP-Gast ist eingetroffen. Applaus! Schön, dass du da bist. Du bist nur ein bisschen früh. Wir haben noch gar nicht angefangen. Und, ach, du machst auch schon? Gut, du hast ja auch noch ein bisschen Zeit. Was hast du denn geholt? Stofftiere. Sind die für dich oder für deine Kinder? Für dich, ne? Ja, hab ich mir gedacht. Du hast gerade Glück, dass deiner hat geöffnet. Geh doch schon mal rein, hol dir was zu trinken und wir sehen uns gleich, ja? Vielen Dank! So, wo bin ich schnell geblieben? Ach ja, Popcorn. Ich brauch das einmal für die Kamera. Pass auf. Nimm mal so viel Popcorn in die Hand, wie du kannst.
Wer weiß schon, was passiert. So, pass auf. Und wenn ich jetzt Action sage, dann haust du mir das ganze Popcorn in den Mund und sagst in die Kamera, lecker. Bist du bereit? Action. Ja, Mensch, ein Riesenapplaus. Und damit ihr jetzt auch noch die Möglichkeit habt, euch eventuell etwas von diesem wunderbaren Popcorn zu besorgen, schalten wir noch einmal kurz in die Werbung. Wir befinden uns in Hollywood, meine Damen und Herren. Und wenn wir gleich in Millionen von TV-Gewinnen und in die sozialen Netzwerke wie Instagram, Facebook und TikTok live schalten, dann brauche ich hier eine wichtige Sache, und zwar Stimmung. Deswegen machen wir jetzt noch schnell ein kleines Warm-up. Zeigt mir einmal bitte, wie sich ein Applaus der Stufe 1 anhört. Wir klatschen alle in die Hände. Sehr gut. Die Stufe 2 ist etwas schwieriger. Wir klatschen und jubeln dabei. Wir sind richtig laut bei der Stufe 2. Ja. So, jetzt wird schwierig. Konzentration. Stufe 3. Wir klatschen. Wir jubeln. Wir springen von den Sitzen auf. Der Popcorn, der hat eure Kinder. Nein, das mit den Kindern lassen wir lieber. Aber wir rasten aus bei der Stufe 3. Yes! Perfekt. Schön aufstehen. Werft alles, was ihr könnt. Sehr gut. Andy, komm. Wir gucken mal, welcher Block am lautesten ist. Wir fangen vorne mit dem ersten Block an. Nur der erste Block, einmal die Stufe 1. 2. 3. Sehr gut. So. Warum bist du denn jetzt nicht aufgestanden? English. Ah, English, you did not understand me. Okay, I want to explain it to you one more time, okay? There are three different stages of applause. First one, you clap. Second one, you cheer. And the third one, you jump off your seat and go crazy. Okay? So, for training, you're gonna do it on your own now. Da macht er mal alleine. So, you ready? Okay, stage one, clap. Two, cheer. Yeah. And three, go crazy. Yeah. Your pitch, beat off. Ein Riesenapplaus. Und der Schild mitmachen, sonst kommt der Onkel mit der Kamera zurück. Der nächste Block, Stufe 1. 2. 3. Guck mal, jetzt stehen sie auf einmal alle auf. Habt ihr Angst bekommen wegen der Kamera, ne? Ja. Der mittlere Block, Stufe 1. 2. Und einmal 3. Wow, und da fliegt sogar ein Kind. Wahnsinn. So, ihr müsst auch alle noch, aber ihr macht das jetzt mal nicht alleine. Wir machen das noch einmal, alle zusammen. Stufe 1. 2. 3. Leute, ihr seid der Wahnsinn. Ein Riesenapplaus für euch, das war sehr gut. So können wir starten. Ich habe aber noch ein kleines Problem. Unser Knappenjubel, der dafür zuständig ist, unsere Shows zu starten, indem er sagt, 1, 2, 3, Action. Der ist nicht da. Ja. Aber, da ihr alle so gut mitmacht, ich denke, ihr kriegt das auch. Wir machen das folgendermaßen. Auf mein Zeichen, wenn die Hand nach oben geht, rufen wir alle gemeinsam die Zahl 1. Beim zweiten Mal die 2 und so weiter bis zum Wort Action. Und wir probieren das einmal. Auf mein Zeichen und... 1, 2, 3, das war sehr gut, aber ihr müsst viel lauter sein. Auf mein Zeichen und... 1, 2, 3, perfekt. So können wir starten. Und ich würde sagen, wir schalten ein letztes Mal in die... Werbung, genau. Meine Damen und Herren, ich würde sagen, wir sind bereit. Wir schalten die Kamera jetzt live. Man wird uns jetzt überall an den TV-Geräten zu Hause sehen und im Internet. Wir sind bereit für unseren ersten Live-Teaser.
wir klatschen alle in die Hände. Wir befinden uns gerade live vor dem berühmten Moviepark Theater, wo im wenigen Augenblick die Verleihung stattfinden wird. Die Gäste im Inneren sind schon völlig aufgeregt. Und auch unsere Gäste hier draußen rasten vollkommen aus! Wir warten noch auf die Ankunft zweier wichtiger Stars. Angelina Kopp und James McGee erhalten heute den Award als bestes Action-Duo. Bis sie da sind, würde ich sagen, verlassen wir noch einmal die Live-Schalte und melden uns dann gleich live vom roten Teppich zurück. In 3, 2, 1 und Cut. So, Andy Kopp, wir gehen nach unten. Das Bild ist jetzt gerade noch zu sehen, aber die Live-Schalte ist beendet. Sehr gut. Meine Damen und Herren, was Sie hier draußen jetzt leider gerade nicht sehen können, sehen nur Gäste im Inneren, denn dort läuft gerade der wohl teuerste Werbespot aller Zeiten. Natürlich direkt nach dem des Super Bowls. Genau, in die Super Bowl, das war's. Der war natürlich ein bisschen teurer, aber naja. Ich werbe kurz zur Geschichte, ich muss hier mal die Kamera, ja? So, dann ist alles vorbereitet und sind Sie mit dir? Leute, ist irgendwas passiert? Sie beide bleiben stehen, drehen sich um und heben ihre Hände. Sie wollen die Waffe runter, erkennen Sie mich nicht? Ruhe oder ich schieße! Hände hoch! Lassen Sie mich erklären, ich bin der berühmte Moderator des Shark. Was wollt ihr von mir? Lassen Sie mich in Ruhe! Da haben Sie es. Das ist Ihr Plan, die Preisverleihung zu sabotieren. Was denn für ein Plan? Ich, der amtierende Sheriff von Los Angeles und so weiter, autorisiere für die Preisverleihung der Goldenen Sam Awards und so weiter, Mr. Chris Shark und seinen Kameramann für den Sender die Live-Schaltung zu drehen. Ja, da haben Sie es doch schwarz auf weiß. Geben Sie her. Ich bin der Moderator, Chris Shark. Das da ist Andy, mein Kameramann. Und Sie stören meine Live-Übertragung. Hauen Sie hier ab, gehen Sie mir auf den Weg. Hoppen. Andy, pass auf, der fährt uns doch um. Hau ab hier! Das soll wohl nicht wahr sein. Oh, Andy, jetzt wollen wir aber weiter. Wir müssen sofort weiter. Meine Damen und Herren, man hat mir eben gesagt, Sie sind angekommen. Es gibt jetzt nicht mehr lange dauern. Ich brauche die Bildklappe. 1, 2, 3, Action! Auf mein Zeichen und... Gentlemen, bitte begrüßen Sie mit einem Riesenapplaus Angelina Croft und James McDean. Wow. Wenn ich die Tür öffne, dann brauche ich natürlich die Stufe 3. Für James McDean. Und die Stufe 3 für Angelina Croft. Angelina, James, schön, dass ihr es geschafft habt. Bevor es jetzt weitergeht, habe ich aber noch eine Frage. James, stimmt es, dass wir alles ganz live und ohne Stunt gedreht? Ja, das stimmt. Wir drehen alle gefährlichen Szenen ohne Stunt-Doubles. Das ist der Wahnsinn. Na, Angelina, ist das wirklich wahr? Ja, das ist wahr. Mein James ist erstaunlich, stark und mutig. Ja, und es ist genau das richtige Stichwort, denn das müsst ihr jetzt beide sein, denn es geht hinein zur Verleihung der Golden Sam Awards. Wunderschönen Preis, Angelina Croft und James McDean. Wir winken vielleicht nochmal hinterher. Viel Spaß. Ladies and Gentlemen, ich gebe ab an Ihren Gastgeber. Das ist für Sie heute J.B. Fox.
vielen Dank. Ah, danke. Oh, vielen, vielen Dank. Danke, ich fühle mich geehrt und danke für die Einladung an die Academy. Und willkommen, herzlich willkommen zu den Golden Sam Awards. Grüße aus Hollywood gehen in die ganze Welt, an die Millionen und Abermillionen Zuschauer vor dem Bildschirm. Und was für ein Abend uns hier bevorsteht, ist das nicht total verrückt? Heute feiern wir die besten Actionfilme des Jahres, die wagemutigsten, die verrücktesten und explosivsten Blockbuster und ihre Darsteller. Oh, und ich höre gerade schon aus der Regie, wir beginnen direkt mit einem Highlight. Dem heiß ersehnten Award für das beste Action-Duo. Ganze 6-mal nominiert und heute ist es endlich soweit. Lange haben sie darauf gewartet. Ich bitte auf die Bühne die unverwechselbare Angelina Croft und ihren langjährigen Filmpartner und Draufgänger James McDean. Andy James, kommt bitte hoch zu mir. Jonas, Olli, was ist mit dem Bild los? Was? Ja, Regie, wir haben eben ein Problem mit der Live-Übertragung. Andy, warte kurz. Olli, kannst du die Verbindung neu starten? Ja, nee, wir sehen von drin gar nichts mehr. Was ist denn? Jungs, was ist das denn? Ich melde mich gleich nochmal. Award-Camp? Ich, oh! Seit wann haben wir eine Pre-Show? Ihr müsst mir noch was sagen. Ich, ja, gut, Jungs, dann zeigt doch, was ihr könnt. Hüpf! We'll be right back.
umsetzen. Wir werden ihn fesseln und knebeln und sie wegbringen. Endlich erreicht sich jemand von euch. Die Demonstration kommt raus. Sie haben einen Diener. Haben Sie Angelina entführt? Angelina! Angelina! Meine Damen und Herren, Sie haben es gehört. Der Grund ist sein Ort nicht verschwunden. Angelina kommt entführt, Digga. Tipps, warte, ich helfe dir. Stehen bleiben und Hände hoch. Was machen Sie mit James McDean? Oh, nicht um schon wieder. Das ist nicht das, wonach es aussieht. Stopp! Sie sind unter Beschuss! Ja, da habe ich gehört. James, sag doch auch mal was. Aber nein, sie haben nichts damit zu tun. Sie waren es nicht. Es war eine gut organisierte Bande. Ich muss etwas tun. Ich muss Angelina finden. Genau, James. Ja, müssen Sie finden. Aber dafür rennt man nicht weg. Ja, Andy, was soll ich denn jetzt machen? Ich rufe das FBI an. Ich kümmere mich darum. Ich habe eine gute Beziehung zum FBI. Ich werde den Direktor des FBI in Los Angeles anrufen. Nee, Kollege, du machst am besten gar nichts mehr. Finger weg. Du machst viel zu viel Blödsinn. Ich rufe ab, ich kenne ihn persönlich. Supervisor, Herr Chris Schacht. Ich habe vielleicht ein kleines Problem bei den Leuten. Sam Watts. Sie wissen schon Bescheid. Wir gehen Finger weg. Sie haben es live gesehen. Unterstützung und Hilfe wäre der Ed. Sie sind schon hier? Was stimmt denn mit dir? Oh! Das geht schnell! Auf es an! Da geht's schnell! Stehen bleiben! Links an! Boom! Meine Damen und Herren, eine Krise in der Platz! Wir sind hier in der Police! Wahnsinn! Was machen Sie? Wir halten alle auf! Widerstand, verdammt, was soll der Quatsch? Stopp! Okay, zweite Runde, let's go! Sehr schön! Sieht man nicht alles ab, oder? Warum ist er? Was haben Sie denn gesagt? Sprechen Sie Italienisch? Ich habe gesagt, geht schnell, stehen an. Und fantastisch. Das ist doch nicht schnell. Ja, ja, ich glaube nicht. Schön lieb sein. Officer, lass dich, gib's auf. Also der hat doch irgendwo, hat er noch andere Folge, oder? Wollen Sie vielleicht noch die Wand wechseln? Ich habe gesagt, dahin! Nein, wir müssen uns jetzt beeilen, kommt her! Herr Officer, Sie wissen der Ort. Gott, nee, machen Sie wohl Pause! Wahnsinn! Ja, so macht man das, wenn Sie mal ein Beispiel. Ja, was können Sie gut? Stufe 3 für die Polizei! Supervisor, schön, dass Sie es so schnell geschafft haben. Ich muss sagen, das war top secret. Total unauffällig, der Auftritt. Also, wow. Sie haben gesehen, was das für ein Team ist. Sie sind die Besten in jeder Situation. Klug, schnell, furchtlos. Genau deswegen bin ich froh, dass Sie hier sind. Endlich jemand mit Kompetenz. Also der FBI Supervisor. Wie ich sehe, sind meine Bande und ich nicht das einzige Problem, das sie haben.
Wenn Sie Angelina wiedersehen wollen, halten Sie 10 Millionen Dollar in zwei Taschen bereit. Das scheint mir das Minimum für eine Schauspielerin wie Sie zu sein. Und vor allem möchte ich, dass die Lösegeldübergabe durch Moderator Chris Shark gemacht wird. Er bringt uns das Geld und wir geben ihm Angelina zurück. Keine Polizei, keine Security, keine Agenten. Oder auf Wiedersehen, süße Angelina. Der Austausch wird auf dem Platz vor dem Theater in 5 Minuten stattfinden. 5 Minuten? Das ist genau die Zeit, die Sie brauchen, um Ihr Geld für die Übergabe zu bekommen. Supervisor, ich kann das nicht. Ich bin doch nicht Captain. Ich bin kein Agent. Beruhigen Sie sich, Mr. Shark. Sie haben gesehen, wie sich mein Agententeam bewegt. Ja, sobald Sie den Austausch vorgenommen haben, werden wir uns darum kümmern, Sie zu fangen. Wir werden Sie über Satellit im Auge behalten. Was? In Kürze wird ein Wagen eintreffen, in dessen Kofferraum sich das Geld für die Übergabe befindet. Viel Glück, Shark. Ja, ja, Glück. Kofferraum und Geld habe ich verstanden, aber... Hallo? Hallo? Supervisor, wo wollen Sie denn hin? Lassen Sie mich doch nicht alleine. Okay, Chris. Du schaffst das. Denk einfach an Cinderella. Quatsch. Denk an Rambo. Denk an... Mission Impossible! Mein Herz! Hallo! Wie gut, dass Sie da sind. Ich hatte noch 2 Fragen an den Supervisor, aber der ist abgehauen. Hallo! Jetzt hält sie doch nicht auf! Weg! Was soll das? Bist du der Chef? Nimm die Waffe runter! Nimm die Waffe runter! Bitte nimm die Waffe runter! Pass jetzt auf, ich bin alleine! Angelina! Du bist der Chef! So wie du läufst, deine Maske! Nein! Mr. Shark, geben Sie mir den Aktenkoffer! Oh nein! Sie geben mir Angelina, dann gibt's das Lösegeld. Auf zum Eismal. Danke. Angelina, beeil dich. Du musst los. Jetzt geben Sie mir das Geld, bevor ich die Beherrschung verliere. Ja, das Geld ist da drin. Schrei nicht so. Es gab vielleicht eine kleine Verwechslung zwischen der Gehaltsabteilung und der Personalabteilung. Ich bin... Shark, Geld raus! Ja, dann raus. Raus! James McDean! Schön, Sie wiederzusehen! Feuer frei! Oh,
Wenn das der Anführer ist, ein Kandidat in der goldenen Maske. Ich werde verschwinden. Ihr werdet mich nie fangen und ihr werdet nie wieder ruhig schlafen können. Ich werde nach euch suchen. Supervisor, das ist der Kopf der Bande. Er hat den Ort, er lasse James Aachen niedergetan. Oh nein, dann will die Rakete starten. Wenn er das schafft, dann gehen alle vor. Wir brauchen eine größere Waffe und den Terminator. Das ist der Terminator. Yes! Good spot! Super, wir haben es geschafft! Endlich hat das ein Ende! Wir konnten den Anführer aufhalten. Aber haben wir seine Gang? Da fehlt noch eine Sache. Bis hier! Hallo seid ihr, ha? Habt ihr euch verdient? Wenn schon kein Geld und keine Worte, dann halt Applaus. So, jetzt bist du nicht mehr so cool. Du Angelina, James, verhaftet sie wie in eurem Film. Bitte lieben. Ciao. Also, wie wird sie? Tschüssi, bye. Ich auch wieder. Super, Leute. Ich will sehen, wer hinter der Maske steckt. Ja, weg mit ihr! Brauchen Sie Hilfe? Oh. Warten Sie mal, Supervisor. Es ist Peter Knievel. Ja? Mein ehemaliges Stunt-Double für die Action-Szenen in meinen Filmen. Ja, aber Moment mal, James, beruhig dich! Ich hab gedacht, du hast kein Stunt-Double. Du machst alles alleine. Ja, ich bin es! Und ich habe das alles getan, weil ich wegen dir arbeitslos war, James. Ich wollte dir eine Lektion erteilen und mit dem Lösegeld ein neues Leben in einem anderen Teil der Welt beginnen. Anderes Leben fängt genau heute an. Supervisor, schaffen Sie weg. Angelina, aber wir haben unseren Preis verloren. Es tut mir sehr leid. Aber James, wir haben doch noch immer unsere Liebe. Oh, was ist denn? Angelina, James, der Onkel hat den Award gefunden. Er hat den Tag gerettet. Meine Damen und Herren, einen riesigen Applaus für Angelina Kopp und James McDean. Endlich habt ihr es geschafft. Wow. Du warst für heute nur drei paar Tage, oder? Habt ihr noch Bock? Ich habe gefragt, habt ihr noch Bock? Dann bleibt noch einen Moment sitzen, steht doch nicht auf. Wir holen die Stars noch einmal herein. Mit unserer Filmklappe auf mein Zeichen und... Let's go! Für unsere Einlasshelfer und einen Riesenapplaus
für die Technik, Jonas Oli. Wir sehen uns bestimmt wieder. Tschüss, bis bald. Danke.